Wenn ihr meint, sie geht nach Deutschland und arbeitet unseren Job und wir bleiben hier und machen ihren Job. Ja. Haben uns eingecheckt für Caracas. Du tristo mucho? Du tristo? Triste. Triste? Mucho? Si. Zeig mal dein T-Shirt. Zeig mal dein T-Shirt. Ach, guck mal, was für ein schönes T-Shirt hier. Ja, und hier war das erste Video, was ich hier auf der Isla gedreht habe. Und hier wird das vorläufige letzte Video sein. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich pronto venir. Ich sagte vorhin, es wäre vorerst mal letztes Polar. Nein, es ist jetzt inzwischen das fünftletzte. So, und in Caracas endet der Alkoholismus. Also das muss wirklich... Es geht gar nicht mehr. Also sonst muss ich mich bald echt in der Klinik irgendwie für Suchtkranke melden. Ja, aber ich weiß nicht. So viel hätte ich in Deutschland nicht vertragen können. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was soll ich noch sagen? Also ich würde jetzt kein Resümee ziehen, weil ich noch sehr, sehr vertieft bin hier mit diesem Standort, mit dieser Natur, mit dieser Insel, mit diesen Menschen hier, die ich kennengelernt habe. Aki. Ne Alemania. Posle ja in Alemania. Oh Mann, ich. Alemania? Porque caldo. Mucho triste. Mucho, mucho triste. Y Marian mucho triste. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Nie Margarita. Was ich noch mal kurz erwähnen wollte, wir haben hier unser eigenes Bier mitgenommen. Also du darfst dir Flüssigkeit mitnehmen, da fragt kein Arsch danach. Und 4 Liter Wasser, weil im Hotel das Wasser sehr teuer ist. Haben wir 4 Liter Wasser mit und das kannst du kannst auch von Caracas hierher das Wasser mitnehmen. Also wenn ihr herkommt, denkt dran, ihr könnt ruhig Wasser mit an Bord haben. Es gibt keinerlei Probleme. Das finde ich ja so geil wieder, weil dieses Land ist sowas von, ich weiß nicht, also ich als aufgewachsener in Deutschland Mensch habe sowas noch nie erlebt, dass eine Stewardess ankommt und sagt, pass auf, ihr dürft zwar hier Flüssigkeit trinken, mitnehmen, aber kein Bier, versteckt das. Also wir sind im Landeanflug und hier ist keine Angestalt. So angeschnallt? Und der Stewardess jungelt durch die Gegend. Ich finde das alles sehr sympathisch. Ja.
Das ist alles, was sie nur auf Deutsch kann, ey. Die hat total alles vergessen. Solo hablar español, ey. Landa, Flug, Caracas. Landa, amiga, amiga. Yo, 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 Micho, wir sind in Caracas Flughafen und warten auf den Bus. Und wir leben immer noch. Lebst du noch, Micho? Traurig aus? Margarita, Margarita, Margarita. Jo, wir sitzen im Bus, Micho, wieder zum Hotel und übernachten. Ja, das wird eine Reise. Wollen wir in Caracas in Disco gehen heute? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Willst du mal rausfilmen? Filme mal raus hier. Nimm mal die Kamera. Kein mehr zu sehen. Ja, ich bin in der Hotellobby und jetzt haben wir schon wieder Stromausfall. Das zweite Mal. Vorhin im Hotelzimmer, wenn wir packen und dann haben wir Stromausfall. Guck mal, Aggregat ist wieder hoch angelaufen. Ja. Wir haben gut geschlafen. Hast du gut geschlafen? Ja. Bum, bum. Und anscheinend ist die E-Mail wohl doch richtig mit 14.20 Uhr. Wir hätten auch gestern hierher kommen können und uns Caracas ersparen können. Oder heute kommen können, meine ich. Und uns das Hotel in Caracas ersparen können, aber... Dann ist es zu. Aha, okay. Also doch richtig, die für heute Morgen. Keine Ahnung, Micha. Ja, also, es war schon leicht verwirrend. Irgendwie haben wir zuerst die E-Mail gekriegt, beziehungsweise wir hatten von unseren türkischen Menschen da, türkische Airlines-Menschen da, Informationen, dass wir um 11.30 Uhr fliegen. Dann habe ich die E-Mail bekommen von Booking.com, was ganz anderes aussagt. Ja, und es hat sich doch herausgestellt, vorhin kamen wir an und dann stand da oben an der Tafel 14.40 Uhr. Oh nein. Und dann hat sich doch herausgestellt, dass wir um 11.30 Uhr fliegen, so wie ich das verstanden habe. Oh Mann, ich bin noch gar nicht richtig wach, entschuldigt mal bitte. Ich bin echt auch ein bisschen verwirrt und muss dringend aufs Klo. Ja, was soll ich sagen? Wir haben gerade unsere Bordtickets bekommen. Das heißt nicht alle, wir haben nicht die ganzen... Wir haben nur die Tickets von Istanbul nach Hamburg bekommen und von hierher, von Caracas nach Istanbul noch nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt stehen hier 1000 Leute und warten auf ihre Tickets. Keine Ahnung warum. Man muss ja auch nicht mal alles wissen. Ja, der Grund ist wahrscheinlich, warum wir hier warten auf unsere Tickets, dass die Immigrationspolizei einzelne Leute hier rauspickt, wo sie vielleicht meinen, dass da irgendwas nicht stimmt oder Drogenpolizei oder keine Ahnung, dass die vielleicht jemanden hier rauspicken, um zu gucken, ob der wohl irgendwie was verbrochen hat oder ob der irgendwas dabei hat, was er nicht dabei haben darf. Das werden wir wohl nicht so richtig ganz herausfinden, ob das so ist, aber... Ja, vielleicht könnte das so sein. So, anscheinend haben die nichts gegen uns. Bei uns gibt es nichts Schlimmes. Es ist keine Schmuggler, kein gar nichts, keine Verbrecher. Wir sind aus Businessgründen hierher gekommen. Wir haben auch ein Businessvisum. Außerdem sind wir serbische Staatsbürger und Serben und Venezuela haben überhaupt gar keine Probleme miteinander. Ja, na gut, wenn sie uns aus dem Land reingelassen haben, werden sie uns auch rauslassen. Das ist ja schon mal ganz klar. Nee, auf jeden Fall. Aber eine Sache, wo ich auch ein bisschen Angst gekriegt habe. Melissa hat nämlich zwei Rumflaschen, also eine Rumflasche mehr im Koffer getan. Das heißt, wir haben drei Rumflaschen. Und man darf ja nur eine haben. Mal sehen, was in Deutschland passiert. Du bist sogar gerade dein Visum oder deine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und wenn du dich gleich das ist ja eine Straftat, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das eine Straftat ist, genau. Okay, ich nehme das auf meine Kappe, Micho. Ich habe das gemacht. Weißt du, weil ich habe unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Du hast nur für 3 Jahre oder 2 Jahre. Ja. Mal sehen. So, ich muss das mal ganz dringend mal. Ja, jetzt will ich nicht genau sagen, was, aber ich muss mal. Ja, und ganz, ganz interessante Sache. Achtet mal hier, Sitze. 16C und 16B. Das ist jetzt nach Istanbul. Von Margarita nach Caracas haben wir 16A und 16B. Hier. Ist das nicht geil? Irgendwie ist das lustig, so ein bisschen. Und da? Nee, da haben wir was ganz anderes, ne? Nee. Okay, stimmt. Milica war kurz spazieren und dann kommt sie und bringt mir sowas. Guck mal, bringt sie mir, hat sie im Beauty-Free eine Flasche rum. Nein, ich hab sie beauftragt, noch eine letzte Flasche rum für den Weg. Ne, Micho? Und dann ist aber wirklich auch cool mit dem Alkohol, ne? Oder? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Kalt. Guck mal, da hinten ist immer noch nichts los. Aber so langsam müssen wir uns vorbereiten, wa? Jo, bald ist es soweit. Wir verlassen Venezuela und es geht ab nach
Istanbul. Gate Opening haben wir schon lange. Wir warten einfach nur ab, bis das, ja, bis unsere Sitzreihe kommt. Ach ja, so ist das. So ist das im Showgeschäft. Irgendwann gehen auch die schönen, es gehen auch irgendwann die schönen Geschichten zu Ende. Oder klar, aber ich denke, oh Mann. Bien. Ukraine. Ukraine. For you. Ah, okay. How are you from? From Germany, by Serbs live in Germany. Now business. Ach so. For what? This is too much problem, you know. Oh. Zwei Motoren defekt sind und noch zwei auf der anderen Seite. Hey, Upali. Bravo. Defekt sind. Und das war so schieflagemäßig, sah das auf der Kamera aus. Und Minister meinte, mach bloß keine Scherze, weil wir sind jetzt fast über dem Bermuda-Dreieck, wo so leicht Flugzeuge verschwinden. Ne? Hast du Angst vor Bermuda-Dreieck? Warum machst du jetzt wieder Licht aus? Ja, noch ein paar Stunden und dann sind wir in Istanbul. Ich melde mich dann wieder. Ahoi. Jo, ich bin's wieder. Milica, also wir sind klein in Turbulenzen geraten. Wir mussten uns alle anschnallen. Und Milica meint, dass irgendwo hier auf dem Weg, irgendwo da, warte mal, ich guck mal. Irgendwo hier oder da, wo? Hier. Das Bermuda-Dreieck sein soll. Ich hoffe, wir überleben das. Falls wir es überleben oder auch nicht, ja, wahrscheinlich, ja, nee, dann ist Quatsch. Dann wird das Video gar nicht veröffentlicht. Aber schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, ob irgendwo da auf dem Weg tatsächlich das Bermuda-Dreieck ist. Ich habe echt keine Ahnung, ganz ehrlich. Militzer meint, das Flugzeug hat das Bermuda-Dreieck umflogen, quasi hier. Weil das ist hier das Bermuda-Dreieck, also quasi hier. No. Nietzsche. Du bist eine richtige Deutsche mit Latschen und Socken. Wir sind richtig im Arsch. Also am Arsch oder im Arsch, wie sagt man das ja egal. Das ist doch wirklich echt ein langer Ritt. Man muss ganz schön viel Sitzfleisch besitzen, um das zu ertragen. Ich bin alles tut mir weh. Aber ich habe zwei coole Filme geguckt und geschlafen habe ich nicht. Hast du geschlafen? Bisschen. Ach guck mal, du kannst also mal Deutsch, seitdem du aus Venezuela raus bist, ja? Verwartet hier. Das ist echt ein riesengroßer Flughafen. Müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Deshalb von Hasta la Vegas oder Hasta la Vegas zum Bengidium, bald auch Gülle, weil wir schon wieder abhauen. Bengidium. Guten Tag. Und Gülle ist tschüss. Bengidium, Gülle. Bengidium, Gülle. Vorhin war das ja auch echt krass. Das Flugzeug ist noch nicht mal gelandet fast. Also ist schon gelandet, aber war gerade auf dem Boden und man durfte sich dann abseilen, wäre schon hier den Gurt abdingsen. Ja, habe ich so das Gefühl gehabt, als ob das Flugzeug irgendwie notlanden musste und alle ganz schnell raus mussten, weil das gebrannt hat oder weiß ich. Also habe ich schon so oft erlebt. Was bringt das, wenn du dann irgendwie hochspringst und deine Koffer so also ruckartig irgendwie aus dem Handgepäck, aus dem Gepäck holst, wenn du nicht raus darfst? Was bringt dir das? Also ich verstehe das immer noch nicht, ne? Aber naja. Muss man ja nicht immer alles verstehen. Also ey, wir werden echt hier echt einen langen Marsch noch vor uns haben, ne? Ist ja riesig, der Flughafen ist richtig riesig in Istanbul und sauteuer. Also hier ist es echt sauteuer. Kleines Schläfchen. Hallo. Ja, wir müssen aber bestimmt Wasser kaufen, ne? Ja, okay. Zuerst das Gate finden und dann Wasser. Der Flughafen ist so riesig, dass die hier sogar Roller irgendwie braucht. Vom einen Ende zu Ende zu kommen, glaube ich, das halt. Es gibt bestimmt eine App oder was? Ja, genau. App runterladen wahrscheinlich wie überall wahrscheinlich. 5 Euro. 5 Euro kostet das, ja? 5 Euro? Ja. Alter, ey. 5 Euro. Und wie lange fährt man? Hast du gelesen, wie lange man damit fährt mit 5 Euro? Hast du nicht gesehen, ne? So, Transfer. Hier, international Transfer, Micho. Wald auf. Discard. Micho, gib mir her den Wein. Warum hast du den dahin getan? Der hat den Wein dahin getan, ey. Ich durfte ihn jetzt kurz exen. Amija. Du siehst sensationell aus. Das ist so geil, ey. Ich meine, ich seh aber auch nicht viel besser aus mit meinem Fake Gucci. Alter. Aber wie groß das hier ist. Ja. Also ich war vorhin im Duty Free Shop und da habe ich gedacht, ich komme da nicht raus. Ey. Ich finde da einfach nicht raus. Oh, Alter Schwede, ja. Was soll ich sagen? Genau. Um 7.40 Uhr wissen wir erst wann unser Gate, welches Gate wir haben. Und um 8.30 Uhr sollen wir am Gate sein. Und das ist hier ein riesen Flughafen. Ich weiß gar nicht, wie sich das vorstellen. Aber wir schaffen das schon, ne? Ich glaube an uns, Micho. Irgendwie kommt man immer nach Hause. Irgendwann. Ja. Ja, was soll ich sagen, ey? Ich habe nochmal gerade geguckt, ob das tatsächlich auch unser Flieger ist. Nicht, dass wir auf ein falsches Flugzeug warten.
wenn ihr euch fragt, warum wir auf dem Boden sitzen, da ist Nilitzer mit ihren roten Socken, sieht man, weil aus dem Grund, nicht weil wir Penner sind, sondern weil wir einfach nicht wissen, welches geht und du findest hier auch keinen Sitzplatz mehr und wir sind hundemüde. Und außerdem ist das hier auch relativ sauber, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es hier stinken würde und nicht sauber wäre, würde ich mich auf keinen Fall auch hinsetzen. Ja? Mietje ist kaputt. Mietje ist kaputt. So, ich hoffe, dass wir bald im Flieger sind. Ja, was ich noch sagen wollte, aber ich werde da definitiv nichts mehr essen. Ich kann dieses Flugzeugessen nicht mehr ertragen. Das ist nicht gut für den Magen so ganz. Ne, Mietje? Sagst du auch mal was dazu zu dem Essen? Ja. Cool. Wir haben endlich unser Gate gefunden. Ja. Endlich herausgefunden, wo unser Gate ist. Ist das dann weg? Ha? Ja. Hier ist ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück. Ich hoffe nicht, dass es eine Bombe ist, Micho. Da ist es. Und da ist unser Gate 14. Militza hat eine Kollegin. Ja, habt ihr gesehen, das Mädel? Militza? Militzas Kollegin, meinte ich, weil Militza hat ja rote Socken an und Latschen. Und das Mädchen hatte weiße Socken an. Auch so Sandalen. Typisch Deutsch. Ja. Lustig. Ja, jetzt geht's ab in den Flieger. Endlich. Ich muss unter die Dusche. Und gleich erstmal Zähne putzen, Micho. Thank you very much. Der türkische Flughafen ist ja wohl echt groß und die Landebahn ist ja auch echt. Dauert so lange wie der Flug bis nach Hamburg. Position kommt zum in die Luft gehen, zum Takeoff. So lange braucht er wie von hier bis nach Hamburg dann. So ein bisschen habe ich schon Angst, weil das Flugzeug flattert hin und her und der Flügel da hinten schaut so aus, als ob er gleich abbricht. Dear passenger, thank you. Guck mal, was uns erwartet. Nach so einer langen Zeit mit Sonne, 2 Monate Sonne in Südamerika. Und jetzt kommst du hier an und hast nur Eis. Glaub es nicht. Wie viel Grad haben wir jetzt hin? 1 Grad? Oh Mann. Und ich habe nur so ein dünnes Jäckchen mit. Wir werden uns so den Arsch abfrieren, Mitch. So einer langen Zeit. 2 Monate, 23 bis 30 Grad oder 26 bis 30 Grad. 2 Monate und jetzt haben wir Eiszeit. 1 Grad jetzt. Ja, wir sind im Landeanflug Hamburg. Ja, und werden wir uns die Muschi abfrieren. Also ich bin so am Ende mit der Bereifung. Ich habe gerade meine Brille die ganze Zeit in der Tasche hier gesucht. Und wisst ihr, wo sie war? Wisst ihr, wo sie war? Oh, hier, auf meiner Nase. Stimmt, Mietje? Schon damit. Das war so lustig. Ich habe einfach nur aus Joke ein bisschen geklatscht so. Und dann haben die tatsächlich alle mitgeklatscht. Das kenne ich nur von früher, aus den 90ern, ey. Aber die Leute, Menschen sind echt komisch. Menschen sind wirklich sehr komisch. Da hinten EU-Leute und da alle Pässe. Sind wir irgendwie nicht EU-Menschen zweiter Klasse oder was ist hier los? Die ganzen EU-Bürger sind vorbeigegangen an diesen EU-Schalter und dann dürfen wir auch als Nicht-EU-Bürger an diesen Schalter benutzen. Ist das nicht? Ja. Nett? Nicht ja. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass du die eine geschmuggelte Rumflasche zu viel an Bord haben oder gleich die Polizei kommt und dann haben wir eine Straftat. Frau Militza, sind Sie denn glücklich nach 2 Monaten? Nein, nicht wirklich. Aber Sie sehen sehr glücklich dabei aus. Nein, sei sehr traurig. Sie wissen, dass Sie aber positiv sind. Schön. Wie schön weiß der Schnee doch ist. Oh. Das kühlt doch. Ja. Kühlt. Aber Sonne. Aber Sonne, Micho. 1 Grad. Also? Sehr traurig. Nächste Station. Ja. Ist das nicht kalt? Ja. Das ist, alter Schwede, das ist echt arschkalt. Wie soll man sich an diese Temperaturen gewöhnen, ey? Hä? Ich weiß es nicht. Alter, guck dich das mal an. Es ist arschkalt. Aber die Sonne scheint. Das muss man positiv sehen, ne? Ja. Ja. Sag dir, was ist los? Bist du nicht glücklich? Zumindest siehst du deine Mutter, siehst du unsere Katze, ne? Die siehst du wieder. Jascha kommt bald. Unser Lieblingssohn, Jascha.